Lukas beschreibt, wie wir wissen, in seiner Apostelgeschichte, wie sich das Evangeliumswerk durch die Führung und die Kraft des Heiligen Geistes von Jerusalem über ganz Judäa, Samarien bis an das Ende der Erde ausbreitete. Der heutige Abschnitt beschreibt das Pionierungswerk in Thessalonich und den Fortgang der Europamission durch Paulus in Beröa und Athen. Wir dürfen hier Paulus Hirtenherz und seinen Glaubenskampf für die Europamission kennenlernen. Teil 2, die Erschließung von Athen. Lesen wir diesen Vers 16 einmal gemeinsam. Bitte. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Gott brachte Paulus dazu, sich die Stadt anzusehen. Athen war unter der römischen Herrschaft nicht mehr politisch so mächtig wie in der Antike, aber dennoch war es immer noch ein intellektuelles Zentrum. Obwohl sie aber den Verstand über alles stellten, war diese Stadt voller Götzenbilder. Paulus' Geist ergrimmte in ihm. Er fing an und redete zu den Juden und zu den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Täglich. Als er auf diese Weise das Evangelium von Jesus und seine Auferstehung verkündigte, stritten einige der Epikureer und der Stoiker mit ihm und sagten: Was will dieser Schwätzer sagen? Die Athener nannten Paulus zwar einen Schwätzer, aber sie führten ihn auch auf den Areopag und baten ihn, weiter zu reden. Zuerst lobte er ihre Religiosität, zitierte dann eine Aufschrift eines Altars, den er gesehen hatte, und deutete an, dass sie ihren eigenen Schöpfer nicht kannten. Lesen wir einmal die Verse 24, 25 gemeinsam. Bitte. Gott, der die Welt gemacht hat, alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann liebt. Gott, der Schöpfer, wohnt nicht in menschengemachten Tempeln. Dieser Gott hat den Menschen geschaffen, und zwar zu seinem Bilde, damit sie ihn suchen und finden sollten. Dazu zitiert Paulus den Dichter Aratus von Tarsus, also aus seiner eigenen Heimatstadt, der in seinem Werk Phänomena beschreibt, dass die Menschen göttlichen Geschlechts seien. All das ignorierten die Epikureer und Stoiker, die den Menschenverstand über alles Göttliche stellten. Dann schloss Paulus mit klaren Worten. Wir wollen diese beiden Verse 30 und 31 auch gemeinsam lesen. Bitte. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Weltkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Und er bietet jedermann den Glauben an, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Vers 32 sagt, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, andere aber sprachen, wir wollen dich ein anderer Mal darüber weiterhören. Auch in Athen gab es einige Übriggebliebene. Betrachten wir Vers 34. Lesen wir Vers 34. Bitte. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Das Evangelium von Jesus hat lebenverändernde Kraft. Wo es einen Menschen gibt, der mit dem zerbrochenen Hirtenherzen in jeder Umgebung das Evangelium bezeugt und verkündigt, da wirkt Gott in den Herzen der Menschen. Gott wirkt auch in unserer Zeit und Gesellschaft, in der die biblische Wahrheit von Schöpfung,
Sünde, Tod am Kreuz und Auferstehung relativiert wird. Mit welchem Geist, mit welchem Herzen dienen wir der Campusmission? Eine Missionshausgemeinde diente 43 Jahre lang dem Pionierwerk mit der großen Vision Gottes für die Campusmission und für die Mobilisierung der nächsten Generation als globale geistliche Leiter. Sie lehrten unermüdlich mit dem Hirtenherzen das Wort Gottes und ermutigten die jungen Menschen mit 1. Petrus 4,13 und 1. Petrus 2,9 mit der Identität als die königliche Priesterschaft, sogar mit Freude an den Leiden Christi teilzunehmen. Sie erfuhren viel Widerstand, aber inmitten der Bedrängnisse, der harten Bedrängnisse, offenbarte Gott seine beste Führung und die lebenverändernde Kraft des Evangeliums. Gott wirkte auch im Leben und Herzen der jungen Menschen, sodass diese in der Zeit der Bedrängnisse und Prüfungen feststanden und zu Hirten und Bibellehrern und globalen Leitern wuchsen. Der Heilige Geist öffnet auch für uns jetzt die Tür für die nächsten Schritte der Campusmission. Die Pionierung von 12 Hochschulen durch die Hoffnungsträger, die Mobilisierung der nächsten Generation und ihrer Freunde und Kommilitonen als globale geistliche Leiter und die Errichtung von Missionsstützpunkten in der muslimischen Welt. Der Heilige Geist führt sein Werk souverän mit seiner Verheißung Hesekiel 37,10. Gottes Gnade für uns ist es, solange es noch Tag ist, unter allen Umständen, in jeder Umgebung, auch in den Bedrängnissen, mit dem Hirtenherzen das Evangelium von Jesu Leiden und Auferstehung zu lehren und einzupflanzen, sodass Gott, der die Totengebeine lebendig macht, an jeder Fakultät ein überaus großes Heer für die Weltmission aufstellt. Heute lernen wir, das Hirtenherz und den Geist des Apostel Paulus für das Europamissionswerk kennen. Er verkündigte das Evangelium von Jesu Auferstehung inmitten der hartnäckigen Verfolgungen und Bedrängnisse und folgte der Führung des Heiligen Geistes. In Thessalonich und Beröa entstanden durch seinen Glaubenskampf Gemeinden aus heiligen Stümpfen, aus Juden und Griechen. Der Heilige Geist rief diese heiligen Stümpfe heraus für die Europamission. In Athen besiegte die Predigt des Evangeliums die gottlosen Lehren der Philosophie und gab Paulus auch dort den Glaubenssieg, einige heilige Stümpfe aufzustellen, wie Dionysius und Damaris. Gott segne uns in diesem Sommersemester der Führung des Heiligen Geistes gemäß Apostelgeschichte 1,8 und Hesekiel 37,10 zu folgen und wie Paulus Gottes lebendiges Wort zu verkündigen und für die geistliche Wiederherstellung in Deutschland, Europa und die Emission 10.000 Zweier-Bibelstudium-Teams zu bilden. Wir wollen die beiden Leitverse 2 und 3 noch einmal gemeinsam lesen. Bitte. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste, von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Ja, durch die heutige Botschaft haben wir gelernt, dass Apostel Paulus das Evangelium mit dem Hirtenherzen, mit dem Geist Gottes verkündigte und so Griechenland und Europa pioniert hat. Ja, er musste viele Verfolgung und Widerstände und Verleumdung und den Spott der Philosophen überwinden. Er hat nie aufgegeben. Mit dem Geist Gottes ist er weitergezogen, das Evangelium zu verkündigen, und er durfte Gottes mächtiges Werk in Europa erfahren. Musik
Musik.